Leider kann ich dich nicht an Bord lassen, bis wir Nordwind haben. Bei unsicherer Windlage in See zu stechen, wäre nämlich ein tollkühnes Unterfangen. Übrigens kommen mir Gerüchte in den Sinn, laut denen der Gott des Windes auf dieser Insel residieren soll. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Okay, also das bedeutet, ich muss zuerst mal hier die Musik des Taktstocks spielen, weil ich mich da jetzt dran erinnern kann. Da, Taktstock. Ja, super. Was ist das? Dienst-Demand. Okay, toll. Und ich habe 2 Schatzkarten. Ja, aber die helfen mir nicht viel. Flaschen. Keine Tüngelflaschen gefunden, da bin ich froh. Schatzkarte 11. Ah ja. Nee, die öffnen wir natürlich alle noch nicht. Tüngelskarte. Ach, wie süß. Ja, gut, dann müssen wir wohl. Boah, wie war denn das jetzt? Kann ich mir die jetzt... Irgendwo muss ich mir die doch wohl anziehen können, oder? Warte mal. Select? Nee, gab's ja damals nicht. Was habe ich denn... Ups. Was habe ich denn noch für Knöpfe auf dem Video-Gamepad? Ah ja, das da. Ja, da waren wir schon. Kann man die echt nirgendwo anhören, oder wie? Das finde ich ja doof. Ja, da muss ich wohl oder übel da nochmal zurücklaufen, Leute. Es tut mir furchtbar leid. Ich hab's nur nicht gemerkt. Stirb, was du immer bist. Okay. Naja, wahrscheinlich kann ich hier schon tausende Sachen erkunden, aber hey, nee, wozu denn? Ach ja, oben, links, rechts. Oben, links, rechts. Lass das Lied des Windes gespielt. Ja, ich hätte gerne Nordwind. Ist es jetzt richtig gewesen? Es sieht auch so geil aus. Ich glaube, ich habe schon mehrmals erwähnt, aber das Spiel sieht einfach so geil aus, Leute. Es tut mir so leid, aber es sieht einfach so genial aus. Haben wir jetzt Nordwind? Freundchen? Kann mir natürlich... Darf ich? Nee, okay. Natürlich habe ich wieder genau in die falsche Richtung weg. Na toll. Nochmal. Ach ja, und ich merke gerade, ich sehe die Melodien schon, ich muss nur auf mein Wii-Gamepad schauen. Machen wir eben so. Also am Wii-Gamepad sehe ich die Melodien, das ist schön. So, darf ich jetzt? Ja! Setz die Segel, mein Freund! Ja! Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Karte? Alter, da müssen wir ja richtig weit fahren. Ich habe voll toll, ich habe jetzt... Das ist nicht voll toll, ich habe da einen Bergekran. Da kann ich Sachen bergen. Aber jetzt lauscht wieder einmal der Melodie. Oh, nee, da passiert es. Nicht so hastig, Jungchen! Ich habe zwar keinen Schimmer, wer dir diese Seekarte angedreht hat, aber... Außer dem großen, weiten Meer ist da ja sonst fast nichts drauf eingezeichnet. Ja, was soll das denn bitte für eine Seekarte sein? Was denn? Wie denn? Das erzählt man dir freundlich, was? Und du machst ein Gesicht, als hättest du einen Klabautermann gesehen. Wie dem auch sei, ich verrate dir jetzt mal was Wissenswertes über diese Insel hier. Also falt mal geschwind deine Seekarte auf. Ja, wie jetzt? Ach ja. Auf der Rückseite von Draconia, der Insel hier, befindet sich eine höchst verdächtige Höhle. Tja, nur zu dumm, dass du keine Flügel hast. Denn ohne eine kleine Fluganlage wirst du da leider kaum hinkommen. Aber da kann man wohl nichts machen. Also lass den Kopf nicht zu sehr hängen. Das wär's soweit von mir. Außerdem werde ich auch all meinen Kumpels bei den anderen Inseln Bescheid sagen. Wenn du also in der Nähe einer Insel einen Fisch herumspringen siehst, dann wirf ihn doch ein wenig Futter zu. Dann zeichnet er die Insel auf deiner Seekarte ein und verrät dir noch eine nützliche Information obendrein. Hey, roter Leue, damit wären wir quitt. Viel Glück! Ja, wunderbar. Also wir können jetzt... Wir wissen jetzt, wie wir die Seekarte vollstellen. Muss ich fast mal hier... Nee. Kann ich nicht reinzoomen jetzt auch noch. Auf jeden Fall, Items, da müssen wir jetzt fast mal...
den Futterbeutel ausrüsten, und zwar anstatt der Flasche, weil die Flasche brauche ich nicht. Allerlei Futter für alles. So, gut. Und wir fahren diese Richtung. Tadada. So schön. So, da fahren wir natürlich durch. Ding, ding. Weil da behalten wir dann einen ganzen Rubin. Das ist so schön. Danke. Noch ein Rubin. Hey. Noch ein Rubin. Hey. Noch ein Rubin. Yay. Das ist quasi so ein Minispiel auf der großen Fahrt. Warum auch nicht, ne? Ja, und jetzt ist es schon ein blauer Rubin. Noch ein blauer Rubin. Wow. Irgendwas schießt hier auf mich, glaube ich. Hui. Und noch ein blauer Rubin. Ja, das gefällt mir ja doch schon ganz gut. So kann man natürlich schön Geld sammeln. Und man wird überhaupt nicht vom Kurs abgelenkt, hoffe ich zumindest. Eieiei. Wahrscheinlich werden wir jetzt irgendwo rauskommen. Oh, und jetzt sind schon gelbe Rubine. Ach, wie süß. Ja, so kommen wir natürlich schön zu Geld. Brauchen wir eh, weil wir müssen in Terrys Laden ganz tolle Sachen kaufen. Und man merkt, es wird düstere Nacht. Während ich hier am Rubine sammeln bin. Hey, und da vorne ist ein Wirbelsturm. Oh oh. Alter, das Meer schimmert golden. Und es hat die Rubine haben aufgehört. Das ist schade. Naja, gut. Karte, ich muss kurz gucken, wo wir jetzt überhaupt sind. Gut, wir befinden uns noch auf Kurs. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier durch die Wirbelwindprärie zu fahren. Aber da ist ein Fisch. Werd langsamer. Hier ist nämlich ein Fisch, habe ich gesehen. Stopp. Wow, Alter. Nicht so, fahr nicht so schnell. Kannst du nicht anhalten? Genau, anhalten. Hier, Futter. Flupp. Ah. Hey, Jürgen. Ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deiner Seekarte angezeichnet und dazu noch eine nützliche Information, was? Dann falte doch erstmal deine Seekarte auf. Ach, wie interessant. Junken, hast du dir eigentlich schon mal eine Fee gefangen? Es gibt nichts Besseres, wenn du mal von ein paar Monstern kalt erwischt wirst und kampfunfähig zu Boden gehst. Dank der Fee bist du nämlich fein raus. Tja, nur wie transportiert man so eine KFV am besten? Das fragst du jetzt bestimmt. Was? Ich habe gehört, in den abgetakelten Kahn, ein Stück südlich von hier, soll es einen ziemlich praktischen Gegenstand für sowas geben. Vielleicht ziehst du dich da mal um. Das wär's soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion Futter sprechen oder das. Mit leerem Bauch nehme ich, plaudere ich nicht aus dem Nähkästchen, ne? Bis die Tage, Freundchen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Nee. Ja, das einzige Problem, was ich hier dann habe, ist natürlich das, dass ich nicht weiß, habe ich den Schatz hier schon gefunden oder nicht. Aber hey, ist egal. Muss ja nicht auf jeder Insel einen Schatz geben. Aber was ich jetzt eigentlich... Moment mal. Segel setzen? Nee, das sind aber jetzt nicht diese kleinen Inselchen hier, oder? Stopp! Absteigen. Von Bord. Und die Flasche nehmen wir natürlich mit. Hallo? Hallo! Was ist das bitte? Alter, muss ich jetzt Angst haben? Oh, Link, er säuft fast. Alter, was ist das? Hm. Das sieht äußerst merkwürdig aus. Ka-ching! Katsching! Nee, natürlich nicht. Ja, das ist... Ich tippe... Ah, da unten ist ein Schild. Schilder sind nicht schlecht. So, Schild. Was sagst du? Lesen? Lesen? Zur Isla Bomba. Von hier aus nach Süden. Okay. Ja, was... Guck mal, was in der Tingelflasche drin gestanden ist. Stärke, Mut, Weisheit. Gezeichnet von einem kleinen Kind. Lauritz. Hey. Ja, komm.
Sitz auf. Sitz auf und sei frei. Hey! Ja, toll. Es ist übrigens Nacht. Das hat sich jetzt wirklich sehr ausgezahlt, hier die Karte zeichnen zu lassen. Ah, Terry ist auch wieder unterwegs. Ich habe wieder etwas Geld. Nee, ich bräuchte eh wieder etwas Futter, glaube ich. Naja, gut. Nee, erstmal fahren wir wieder hier weiter. Es wäre schön, wenn es wieder Tag werden würde. Weil in der Nacht ist es so still hier. Über dem weiten Ozean. Tja, Minispiel. Hey. Ja, was würde man denn sonst machen? Moment mal, ich will hier diese lustige Insel. Was ist das für eine Insel? Die will ich. Ich glaube, die will ich finden. Ja, doch, die will ich finden. Also, ich habe sie natürlich schon gefunden. Da will ich landen, wollte ich eigentlich sagen. Obwohl, naja. Ich habe ja keine Bomben. Flasche, yay. Aber hatte nichts zu bedeuten. Stopp. Absteigen, bitte. Danke. So. Ja, blöd, ich habe echt noch keine Bomben. Ich muss mir bald mal Bomben kaufen. Das ist echt wichtig. Ich meine, vielleicht sind hier in den Krügen welche drinnen. Ich kann den aufheben. Nee, doch nicht. Wow. Alter. Seid ihr nicht ganz frisch in der Marille? Ja, sieht so aus. Okay. Gut, da war jetzt sehr viel drinnen. Dieser Wellengang ist ja wirklich sehr, sehr hoch. Muss ich schon sagen, sehr cool. Aber finde ich hier irgendwo Bomben? Ich befürchte ja, nein. Also so süße, gibt es überall so Postkästen. Guten Abend. Wie heißt es doch so schön? Wirf ein, bring Glück herein. Was möchten Sie aufgeben? Nichts, danke. Eieieiei. Aber also ich glaube mal, ja, es wird mir. Nee, das bringt mir jetzt gar nichts, ne? Leider. Naja, müssen wir weiterfahren. Oh, und es blitzt und donnert. Ich habe Angst. Wow, stopp. Nee, das wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte eigentlich hier Fischfutter rauswerfen. Hey! Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region ja gerne auf der Seekarte. Blablabla. Nö. Ja, genau. Mach mal. Das lese ich jetzt nicht jedes Mal vor, das wissen wir jetzt ja schon, ne? Ach ja. Komm doch mal in diese Gewässer, wenn es nachts linksbündigen Halbmond hat. Bei dem Schrecken wird es dir eiskalt den Rücken runterlaufen. Das wäre soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, ja, linksbündiger Halbmond, bla bla bla, Was ist denn bitte ein linksbündiger Halbmond? Naja, gut. Kann ich mir da Notizen zu gewissen Gebieten machen? Wahrscheinlich nicht. Ah, Moment, dieser Schimmer. Das hat sicher etwas zu bedeuten. Haken. Bergen. Ja, und wir haben etwas gefangen. Gefunden, wie auch immer. Eine Schatzkiste. Oh. Ja, also wir können hier auch mit unseren tollen Greifhaken Schätze vom Boden bergen. Nämlich ein violetter Rubin. Der ist 50 Rubine wert. Das ist schön. Und wir haben jetzt, Moment mal, wir haben ja hier auch noch jetzt... Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich hier auf die Karte. Manchmal bin ich leicht verwirrt. Wir haben hier auch noch hier solche Sachen. Tingles Karte interessiert momentan keine. Nee. Schatzkarte 11. Weiß nicht, wo das sein soll. Ist egal. Schatzkarte 39. Keine Ahnung. Gut, ich habe jetzt zwei Schatzkarten. Na gut. Nee. Aus. Nein, auch nicht der Wind. Jetzt fahr doch einfach wieder links. Stell dich doch nicht so doof an. Sollen wir hier ein Piratenhütchen machen? Ach, wie schön. Es wird Tag. In der lauschigen Musik des Morgens reiten wir über die Wellen, gen Süden, um unser Ziel zu erreichen. Eine weit entfernte Insel.
Eine heroische Abenteuermusik führt uns den Weg. Sie geleitet uns über die Wogen des Meeres. In eine sehr düstere, aber vielleicht doch äußerst interessante Insel. Oh, eine Flasche. Land in Sicht. Das ist dein Zielort, die Insel Tantopia. Von See aus scheint es fast so, als würde ein riesiger Baum aus dem Meer ragen. Aber auf dieser Insel liegt ein üppiger Wald, die Heimat des Dekobaumes, des Terrahüters. Deine Aufgabe ist es, den Dekobaum zu finden und von ihm das göttliche Artefakt Farores Demon in Empfang zu nehmen. Ich hege die Befürchtung, dass uns Ganon auch auf dieser Insel zuvorgekommen sein könnte. Sei also auf der Hut. Ja, ohne Flasche. Hui, ups. Toll, Flaschen. Wir gucken natürlich rein. Have a nice day. Ja, danke, Leute. Ja. Okay. Falls irgendeiner meiner Zuschauer dieses Spiel spielt und solche tollen Nachrichten geschickt hat und sich da wiedergefunden hat, hey, schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Das würde ich äußerst interessant finden. Ich meine, ist das sehr, sehr unwahrscheinlich, aber naja. Ja. Ich will natürlich etwas kaufen, weil ich verkaufe nichts. Universalfutter braucht man ganz viel. Ja, ich weiß, 30 Punkte, ich brauche noch mehr Universalfutter. Danke. Und ich werde auch noch so eine komische Putt-Putt-Frucht mitnehmen. Wieso hat der jetzt eigentlich nur Putt-Putt-Früchte? Wie viel Futter kann ich denn kaufen? Ich will 10 Punkte haben. Thank you! Ich kaufe nur bei Terry, weil Terry hat Qualität. So, wir haben jetzt ganz viel... Achso, mehr kann ich nicht tragen, das ist schade. Komm, Putt-Putt-Frucht kann ich aber schon noch eine tragen, oder? Nein! Okay, ich kann... Gerade, dass ich es nicht schaffe, dass ich 10 Punkte zusammenkomme. Das ist sehr schade, aber naja, es hilft nichts. So. Also gucken wir mal hier nach oben. Was hat es jetzt eigentlich mit dieser Putt-Putt-Frucht auf sich? Das muss ich jetzt mal probieren. Moment. Items. So, dieses äußerst traurig aussehende Schwein. Ah, so ist das, verstehe. Okay. Putt-Putt-Frucht. Nichts passiert. Wow! Oh mein Gott, stirb, stirb! Was ist das für ein Ekel? Stirb! Ja, ich kann sie mit den eigenen Waffen schlagen. Hallo? Was will ich? Was ist das? Du hast eine Planta-Granada sammeln gefunden. Er wird in der Beutetasche aufbewahrt. Dies ist die Quelle der magischen Kräfte einer dämonischen Pflanzenkreatur. Ein Alchemist könnte ja sicher etwas Wundervolles zaubern. Ja, möglicherweise. Oh, nee. Warte mal. So, hier. Und Wasserfälle. Was macht man immer, wenn man Wasserfälle sieht? Natürlich, man guckt dahinter. Hey, Herz, kommst du her? Danke. Gut, hier ist nichts. Ah, nee, doch nicht. Ja, Versuch, kommt, Leute. Doch, ja. Ja, gut. So, ich mag die Stäbe, weil die kann ich zum Werfen nehmen. Und das Ding nehme ich auch zum Werfen. Ich wollte das eigentlich zum Werfen nehmen, aber naja. Und noch so ein Ding. So. Wow! Komm her! Genau! Stirb, stirb! Und stirb! Stirb geschwind wie der Wind! Ja. Denn jetzt können wir uns hier zum Glück mit unseren tollen Hängedingens darüber schwingen. Hängedingens. Das ist wirklich so. Oh nein, 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 nein! Blöd. Ja, das soll nach Möglichkeit nicht passieren. Aber hey, wir haben ja genug Zeit. Ach ja, nee, ich habe gar nicht erwähnt. Ich habe heute gar nicht so viel Zeit, ne? Weil ich muss, wohin heute, ja? Deshalb habe ich nicht so viel Zeit. Aber wir nehmen natürlich so lange auf, bis ich weg muss. Logischerweise. Weil ich will natürlich die Tage nutzen. Wow. Alter, das ist aber nicht dein Ernst. Wirfst du hier? Aha, Idiot. Tja. Ja, super. Da bringt mir diese mysteriöse Kugel nichts.
Wo ich gar nicht sicher bin, gab es diese Kugel im Wind Waker wirklich schon? Oder gibt es sie nur jetzt hier seit neuestem? Ah ja. Alter, das sieht so schön aus. Ich kann es nur 100 Mal wieder sagen. Das sieht echt so schön aus. Was bist du, hässliches? Ja, genau das gleiche wie alle anderen auch. Hm, merkwürdig. Nein! Alter, wieso mache ich sowas? Terry, ich will was verkaufen. Ich muss mal kurz was verkaufen. Lass mich rein.